Hallöchen, Leute, wir spielen NES Remix 2. Gott, ich hoffe, es wird wirklich das Finale. Ich habe mich lange davor gedrückt, aber... Mein Gott, fangen wir direkt an mit Lost Levels. Da freue ich mich drauf. Oh, habe ich Lust. Fuck. Eventuell habe ich die Steuerung gerade wieder verkackt. Aber nur eventuell. Das ist nur eine eventuelle Möglichkeit. Aber ich bin so angepisst wie beim letzten Mal. Oh, wenn ich die Mission hier sehe, dann... Dann spüre ich schon wieder die Begeisterung. Nein! Ich spüre sie. Spürt ihr sie auch? Die süße, süße Begeisterung. Fuck. Komm schon. Okay, wir bleiben ganz ruhig. Wir holen uns einfach den Superpilz und dann sind wir voll glücklich damit. Shit, komm hier rüber. Komm schon. Ich kann das nicht. Ich kann das Lost Levels Zeug nicht. Das ist echt... Das ist halt echt schwer irgendwie. Das heißt schwer. Oh, du... Verdammter Pilz. Na! Okay. Alles cool soweit, alles cool. Es ist die zweite Mission. Ich schaff's jetzt schon nicht mehr. Kann sein, dass diese Lost Levels Mission hier echt gar nicht mal so einfach ist. Kann sein, dass man deswegen gute 10 Minuten Zeit dafür hat, weil es echt nicht so einfach ist. Oh, das mit den Cheap Cheeps. Oh... Oh, warum habe ich es nicht durchgezogen, als ich angefangen habe damit? Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Oh Gott, warum habe ich es nicht durchgezogen, als ich angefangen habe damit? Ich bin doch jetzt wieder komplett raus. Aber okay, wir sammeln 25 Münzen, Leute. 25? Ich habe es verkackt. Okay, machen wir nochmal. 25, nicht eine mehr und nicht eine weniger. Und wenn alles zu nervig wird, dann... Dann bleiben mir immer noch meine... Oh, Bullshit. Meine Continuous. Die könnten eventuell helfen. Für den Fall der Fälle. Kann ich noch auf die 25 kommen? Nee, kann ich nicht. Hier hinten kommt keine mehr, oder? Ich verschwende meine Zeit. Okay. Okay, das war die Warp Zone. Ladies and Gentlemen, die Warp Zone. Kennt ihr die Warp Zone? Das war die Warp Zone. Jetzt kennt ihr sie. Seid nett zu ihr. Die zeigt sich nicht allen Personen. Oh, shit. Da war die Warp Zone. Warum kann ich da überhaupt hin in diesem Modus? Warum kann ich nicht schon früher verlieren? Ich meine, ich habe hier nicht Leben oder so. Ich habe hier nur begrenzte Zeit. Fuck. Und... Mir geht durch den Shit eine Menge Zeit verloren. Oh, okay. Sag mal, wie habe ich einen Demon Slayer eigentlich beim letzten Mal so gut erwischt? Das ist mir gerade ein bisschen schleierhaft. Aber wisst ihr was? Wenn ich jetzt nicht sterbe, sind wir gleich auf einem guten Weg. Yes! Oh, nicht das schon wieder. Das war nervig. Oh, das war nervig. Hol die Feuerblume ohne Schaden zu nehmen, alles klar. Oh, Mario. Oh, komm schon! Das heißt, wenn ich da direkt runterhüpfe, dann bin ich theoretisch, wenn ich es irgendwie hinbekomme, schnell genug. Yes! Reiche den Zielfall. Okay, und da sind wir in der Mission, die mich sehr, sehr unglücklich gemacht hat. Weil ich mir gedacht habe, leck mich, Spiel. Genau in dieser Mission. Genau in dieser und keiner anderen. Diese hat den leck mich Spielfaktor in mir geweckt. Ah, okay. Kann ich hier eigentlich irgendwo vielleicht Maschmasch auftreiben? Einen Maschmasch suche ich. Okay, will Maschmasch. Was eigentlich? Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Ah, ich glaube, es wäre auch zu einfach, wenn ich da einfach rein könnte. Leck mich, Cooper. Weg. Niemand braucht dich hier in der Gegend. Das hier ist Klempnergebiet, okay? Wow! Wo bin ich? Okay, eventuell war ich ganz kurz... Vielleicht ein bisschen verwirrt. Aber nur eventuell. Vielleicht war ich auch ganz kurz nicht verwirrt. Das geht euch nichts an, wie es jetzt tatsächlich war. Du verdammter Cooper. Du hast mich jetzt gerade ganz schön nervös gemacht. Ah! Und alles wieder von vorn. Aber hey, das ist ja schon Mission Nummer 5 von 17. Oh Junge, ich komme gut voran. Ich raste aus. Oh Gott, Mario. Verdammte Scheiße. Okay, dieses Mal... Diesmal werden wir hier gut abkürzen, okay? Wir werden hier jede Menge Zeit gut machen. Du verkackter Goomba.
Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich das jetzt machen will, Leute. Es tut mir leid, dass das Ganze jetzt unfassbar langwierig und nervig ist, aber es ist auch für mich langwierig und nervig. Lasst euch da, macht euch da mal nichts vor. Ihr seid nicht die Einzigen, die hier leiden müssen. Ich leide noch viel mehr, versteht ihr? Okay. Versuchen, so weit wie möglich rüber zu hüpfen. Und dann... Oh, der Goomba. Dieser verdammte Goomba. Okay, die rote Pflanze, die bleibt... die rote Piranha, die bleibt da drin. Und Zielpfahl. Yes! Okay! Sammle 16 Münzen. Okay. Lass mich raten, hier sind insgesamt 16 Münzen. Und dieser Cheep Cheep, der oben auftaucht, das ist ein böser Cheep Cheep, der mich verfolgt, oder? Nee, ist er nicht. Zieh dich, Cheep Cheep! Dankeschön! Ich will den Zielpfahl. Ich bin kein Fan von diesen erreiche den Zielpfahl-Missionen. Denn ich neige dazu, den Zielpfahl nicht zu erreichen. Okay. Ich kann also rüber, ohne auf irgendjemanden zu bouncen. Das ist durchaus gut zu wissen. Das ist durchaus gut zu wissen. Verzieh dich. Bullet Bill? Nein! Okay, okay. Wir bleiben ganz entspannt und ruhig. Ganz entspannt und ruhig. Da kann absolut nichts schief gehen, okay? Einfach entspannt und ruhig bleiben. Okay, seht ihr? Seht ihr? Einfach nur entspannt und ruhig bleiben, wie ich gesagt habe. Dann kann absolut nichts schief gehen. Und da ist schon das Ziel! Hol dir den Super... Frage. Wie soll ich das machen? Okay, pass auf. Oh, okay, ich bin zu früh. Okay, pass auf. Ich weiß, wie wir es machen werden. Geh mal weg, du Kackteil. Jetzt kurz bevor es mich erwischt, hüpfe ich da rüber und fall runter. Will ich auf die andere Seite hüpfen? Ich habe gefragt, ob ich auf die andere Seite hüpfen will. Das war der ernst gemeinte Frage. Oh, will ich, glaube ich. Superpilz, komm zu mir. Dankeschön. Okay. Habe ich den Zielpfahl? Hallo, Hammerbruder. Was, wenn ich hier direkt losrenne? Dann laufe ich direkt in den Hammer, okay. Okay, okay, okay. Hüpf, 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 hüpf. Verdammte Scheiße, warum hüpft er nicht? Okay, aber es ist Nummer 9 von 17, Leute. Nummer 9. Das bedeutet, es fehlen nur noch 8. Wir haben fast die Hälfte geschafft. Oh, komm schon. Okay, versuchen wir es anders. Ich kann da doch, ich müsste auch einfach so durchkommen irgendwie, oder? Komm schon. Yes. Okay. Das ist übrigens schon etwas spät. Ich kann hier nicht laut sein. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Das ist das Gute für dieses Video. Es sorgt dafür, dass ich es nicht einfach abbrechen kann, weil ich zu genervt bin. Ich kann mich nicht in Rage brüllen. Ach du Scheiße. Ach du Shit. Rate mal, wer mit dieser Stelle Probleme bekommen wird. Richtig, ich. Oh, komm schon. Okay. Okay, Hammer, Bruder, leck mich. Keine Zeit für deinen Schabernack. Denn ich... Ach, ich kann auch so rüberhüpfen. Das ist durchaus interessant. Okay, pass auf, wir machen es nochmal. Woo! Und woo! Und dann... Woo! Ah, ich glaube, es funktioniert so doch noch nicht so ganz. Ich glaube, ich muss dann kurz warten. So, Paracooper. Zieh dich mal. Eigentlich wäre es, glaube ich, cleverer, wenn der unten ist und ich dann drüber hüpfe. Okay. Versuch! Wir bleiben ja ganz entspannt, Leute. Das ist Lost Levels. Das ist Spielspaß pur. Ich glaube, ich kann da nicht so rüber. Die Leute lieben Lost Levels und ich verstehe auch, warum. Ich verstehe auch, warum die Leute Lost Levels lieben. Es ist ein absolut fantastisches Spiel. Und es hat auch überhaupt nicht seltsame Physik, wenn man auf den Gegner draufhüpft oder so. Überhaupt nicht seltsam. Das ist das Gute daran. Es ist einfach mal überhaupt nicht seltsam. Ja. Steht hier? Nicht seltsam. Es ist fantastisch. Ach, komm schon. Oh Gott. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Der macht's einfach nicht. Oh mein Gott. Okay, ich bin oben. Ich bin oben. Okay. Okay. Das heißt, ich habe doch noch ungefähr 90% des Levels vor mir. Nein, der Zielfall. Yes. Okay. Sammle 2 Münzen.
Ich hasse dieses Spiel so sehr. Oh, ich hasse es so sehr. Glaubt gar nicht, wie sehr ich es hasse. Yes! Echt ein Zielfall. Oh. Oh Gott. Was ist das hier? Was ist das? Oh Gott. Okay. 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 Der Wind ist zum Glück nicht seltsam oder so. Überhaupt nicht. Wobei der Wind tatsächlich mir ein bisschen hilft, weil ich dadurch wesentlich mehr Kontrolle in der Luft habe. Über den guten Mario Klempner, Mann. Mehr Kontrolle in der Luft. Okay, Nummer 12. Folge dem Panzer und erhalte ein One-Up. Alles klar. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Yay! Reicht den Zielfall. Oh, fuck. Oh, fuck. Stirb! Komm runter, stirb! Okay. Sammel 35 Münzen. Ratet mal, was nicht gut ausgehen wird. Soll ich euch verraten? Diese Mission hier. Ja, das geht nicht gut aus, oder? Alter Mario. Alter. Ja, wir haben es verkackt. Shit! Scheint auch relativ schaffbar zu sein. Okay. Ihr solltet nur nicht von der Wolke runterfallen. Wobei, jetzt habe ich auch hier wertvolle Münzen verschenkt, aber hey. Okay, versuchen wir. Na, ich kann da nicht nochmal rauf. 30, das ist noch schlechter als zuvor. Oh Gott, okay. Ich glaube, ich sollte einfach wieder versuchen, auf die Wolke dann drauf zu hüpfen. 3 Münzen verpasst. Ich glaube, das ist nicht gut. Fuck. Okay, war das gut? Ich weiß es nicht. Ich kann da nicht mehr rauf. Oh, das sind doch genau 5. Yes! Oh, meine Zeit läuft ab. Ist mir egal. Ich mach das doch nicht nochmal. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. 777 Sekunden. Was soll das bedeuten? Warum starte ich hier mit einer Feuerblume, wenn ich den Zielfall erreichen soll? Ich weiß auch nicht. Vielleicht versteht ihr, was ich meine, aber das bereitet mir ein paar Sorgen, Leute. Können wir mal über eine Sache reden, die mir bei Lost Levels erst seit NES Remix so wirklich aufgefallen ist? Bullshit! Erstmal, dass das Spiel von der Sprungphysik ein bisschen anders ist, was mich scheiße irritiert. Und dann irgendwie die Bodenteils, die wurden hier ja auch ein bisschen überarbeitet. Und ich finde, weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber ich finde, dass die echt nicht schön sind. Ich finde die Lost Levels Böden leider echt nicht schön. Ich finde, die sehen ziemlich scheiße aus. Und ich bin jetzt der kleine Mario. Und oh Gott, da hinten ist der Zielfall. Da hinten ist der Zielfall, ich schwör's doch. Ja, die Bodenteils, die finde ich nicht schön. Ja, willkommen am Ende von NES Remix 2, wo wir darüber reden, ob ich die Bodenteils von Lost Levels schön finde oder nicht. Gern geschehen. Wir sind einen weiten Weg gegangen, um hierher zu kommen, Leute. Es war ein weiter Weg. Es hat sich gelohnt. Warum bin ich gesprungen? Okay. Warum hat Lost Levels nicht mal eigene Musik? Lost Levels, du bist ein sehr enttäuschendes Spiel, nur damit du Bescheid weißt. Sehr, sehr enttäuschend. Ja. Okay, schieß. Okay. Okay, das konnte ich jetzt gut planen. Und shit. Okay. Wir machen das jetzt ganz langsam, ist mir vollkommen egal. Ich gehe hier doch kein dummes Risiko mehr ein oder so. Denn dann ist der Zielfall. Fuck. Aber irgendwie habe ich gespürt, dass sowas passieren wird. Ich habe es irgendwie gespürt. Habt ihr es auch gespürt? Natürlich habt ihr es auch gespürt. Ich habe es gespürt. Ganz tief in mir drin. Meinen Organen. Verdauungstrakt. Fuck. Okay, hier sind wir wieder. Meine Lieblings-Bullshit-Stelle. Und 3 Kanone. Sobald ich jetzt springe, schießt du auch los, oder? Au. Nee, tut sie nicht. Danke dafür. Okay. 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 Komm schon, wir machen das, Mario. Yes! Okay, Nummer 16. Besiege den letzten Bowser. Was ist da Nummer 17? Du bist nicht der letzte Bowser. Geh weg. Geh weg, Blooper. Warum sind hier so viele Blooper? Und können wir darüber reden, wie geschmeidig ich dem Bowser einfach mal ausgewichen bin?
Alter, super geschmeidig. Okay, ja, Blooper. Würdet ihr bitte weggehen? Du gehst nicht weg, oder? Was, wenn ich nach links schaue? Du Bullshit-Blooper! Okay, das müssen wir anders machen. Und zwar versuchen wir einfach mal hier oben über Bowser zu hüpfen und dann den großen Sprung zu wagen und oh mein Gott. Oh mein Gott, Hammerbruder. Oh mein Gott, Maschmasch-Plattform. Die ganz schön tief in die Lava runtergeht. Und ich bekomme kein Power-Up vor dem letzten Bowser, oder? Nein? Cool, Feuerball. Ich weiß, dass du da bist. Hi. So, letzter Bowser. Willst du nicht noch mit Hermann werfen? Nein, du willst Feuer spucken. Fuck! Oh, wie soll ich den letzten Bowser besiegen? Ich weiß doch nicht. Ich kann doch nicht mal den ersten besiegen. Leck mich, Hammerbruder. Und hi, Plattform. Nimm mich mit. In den Himmel. Dann werde ich diese Welt hier nie wiedersehen. Denn dann bin ich im Himmel. Alter Bowser. Verdammte Scheiße. Oh, das war nicht gut. Oh, fuck. Kann ich da eigentlich vielleicht einfach durchrennen bei dem? Ich meine, bei dem ersten, da klappt es, dass man geschickt drüber hüpft, was mir natürlich gerade nicht gelungen ist, aber ansonsten klappt das. Oh. Bitte. Ich bleib doch jetzt nicht die ganze Zeit bei dem ersten Fake-Bowser hier hängen, oder? Ich glaube, ich bleib jetzt die ganze Zeit bei dem ersten Fake-Bowser hier hängen. Och, komm schon! Okay, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Es war einmal ein Bowser, der war nicht so ganz echt. Seine Haut war blau. Das fand ich nur gerecht. Der echte war grün, sein Atem so heiß. Es war Feuer mit dem Geruch von Schweiß. Er war groß, er war stark, er war schnell und böse. Aber das, was er nicht wusste, war, es steckte eine leere Hülle hinter all diesem Getöse. Mario zog los, um ihn zu bezwingen, erfolglos, denn auch er musste mit dem Tode ringen. Er scheiterte bei dem Fake Bowser, was für den echten war nur gerecht. Doch die Bloopers überall, die sind sogar für Mario ein wenig schlecht. Hammerbruder, mit deinen Hammern so metallisch und groß. Ich bin an dir vorbei und das Getöse war los. Fuck. Das war meine Geschichte. Hat nicht geklappt. Ich dachte, wenn ich eine coole Geschichte in Reimen erzähle, dann kann ich irgendwie besser spielen. Aber es hat nicht so ganz geklappt. War vielleicht ein Fehler in der Planung. Fuck! Ein Fehler in der Planung mit den Augen so groß. Nee, mir fällt nichts mehr ein. Es tut mir leid. Fällt nichts mehr ein. Okay, Mario. Okay, Mario, wir schaffen das jetzt, okay? Ich weiß halt echt nicht, wie ich den letzten Bowser hier am besten schaffen soll. Brauche ich dein Glück einfach? Ich habe ihn nicht mal berührt. Ich habe ihn nicht berührt! Ich habe ihn nicht angetatscht mit meinen Fingerchen. Ich dachte mir, wow, das ist Bowser, Alter. Von dem lässt du lieber die Finger. Der ist gefährlich. Der hat Stacheln und Shit und kann Feuer spucken. Fass den nicht an. Außerdem müffelt er ein bisschen. Nach Schweiß. Habe ich so einen brillanten Dichter sagen gehört. Okay. 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 Vorletzte Mission. Die muss doch zu schaffen sein irgendwie. Okay. 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 Ratet übrigens, Leute, ihr dürft mal raten, welches Spiel ich nie spielen werde. In meinem ganzen Leben. Richtig, Lost Levels. Denn Lost Levels ist Bullshit. Habe ich eigentlich schon versucht, einfach durchzurennen? Habe ich das schon versucht? Ich glaube schon, oder? Wir versuchen es nochmal. Bin mir nicht mehr sicher. Das Ganze zieht sich nämlich jetzt schon echt lange und ich weiß es nicht. Okay. 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 Wir rennen einfach. Nein, das klappt nicht. Oder? Könnte es klappen? Mir gehen am Ende immer die Nerven durch. Ich fange an zu hüpfen. Okay. Okay, ich versuche es noch einmal durch ihn durchzulaufen und dann... Dann. Wenn es nicht klappt. Dann bin ich am Arsch. Und wenn es klappt, dann... Bin ich vielleicht ein bisschen wütend. So ein ganz kleines bisschen wütend in NES Remix. Mach dich hier, Buch, bitte nicht so lächerlich. Ich bin fast sicher, diesmal hätte ich drüber hüpfen können. Oh, es ist aber auch immer so knapp, dass ich an dem sterbe. Ich weiß, dass ich ihn schaffen kann, aber es ist so knapp. Das Gute ist, dass ich unendlich viele Versuche habe und mir sowieso nichts passieren kann. Aber ansonsten ist das echt scheiße. Wenn ich das mal so behaupten darf.
Na, komm schon. Wir hatten es doch jetzt fast. Wäre ich nur einen Meter weiter vorn gesprungen, statt einen Meter weiter hinten, dann hätte es geklappt. Okay. Konzentration. Konzentration. Konzentration und... Spucke. Konzentration und... Spucke. Ah. Komm näher, Bowser. Komm näher. Ich weiß, dass du es willst. Komm näher. Komm näher. Und jetzt... Ah! Yes! Du verkackter Bowser-Kopf! Reich den Zielfall, was ist das? Das ist ein Unterwasser-Level? Mit allen Gegnern nochmal, oder was? Okay. Mir läuft die Zeit ab. Mir läuft die Zeit hier ab. Doch, komm schon! Wow. Das war fantastisch. Okay, zweimal Game Overgang in dieser Mission, aber wisst ihr was? Es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich kann Lost Levels nicht. Ich kann auch keine 2D-Marios. Leute sagen immer, oh, MOP, du bist aber schlecht in 2D-Marios. Ja, bin ich. Spiel die auch nie. Vielleicht habe ich deswegen meinen ganzen Kanal auch voll mit 2D-Marios, weil ich die so gerne und so viel spiele. Weil ich da so gut bin. Ach, Moment, ich habe da fast gar keine drauf. Denk mal drüber nach. Weil ich die nicht kann. Ich hoffe, das war das Ende von Lost Levels. Ich habe nämlich wirklich tatsächlich absolut keine Lust mehr auf Lost Levels. Ey, ein Stern, weißt du was? Leck mich! Da muss ich einen bösen Beavers-Beitrag schreiben. So, sehe ich so nicht ein. Beavers-Beitrag. Beeil dich! Okay. Und zwar schreibe ich... Und... Cool. Okay. Ich denke, das wird den Leuten eine Lehre sein. Uncool. Das wird den Leuten hoffentlich eine Lehre sein, die NES Remix gemacht haben. Dass Leute ihre Inhalte uncool finden. Ich hoffe es doch. Ja. Und ich würde mal sagen... Uns fehlen noch zwei super-duper Remix-Teile. Hey, Leute, ich habe hier sogar alle Sachen freigeschaltet. Gut. Ich würde sagen, die zwei super-duper Remix-Teile schauen wir uns am nächsten Part an und leckt mich, Leute, das wird das Finale dann. Denke ich, hoffe ich. Ich habe es oft angekündigt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Bis dann. Gute Nacht.